Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen und Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. So in klassischer Kürze der Katechismus in seiner Erklärung des Glaubensbekenntnisses. Paul Walter Schäfer geht in seinem Beitrag nun der Frage nach: Wie kann diese Katechismuswahrheit zu einer lebendigen persönlichen Gewissheit werden? Wie zu einer existenziellen Wahrheit werden, die mein Leben durch alle Zweifel und Anfechtungen hindurchträgt? Heute sehe ich das anders. Ich sehe es nicht nur ein, ich glaube es. Ganz anders sah ich das, bevor ich glauben lernte. Die neue Sicht überdeckt die alte, ohne sie mit ihren Anfechtungen und Fragen für immer verdrängen zu können. Die Frage, wessen Geschöpf ich eigentlich bin, sie entspringt immer wieder meinem kritischen Denken. Wer schuf mich denn? Ich mich jedenfalls nicht selber. Ich bin ein Gewordener, den fremder Wille schuf. An der Entstehung meines Lebens war ich völlig unbeteiligt. Bin ich, da ich mich nicht selbst wollte und wünschte, gewollt und gewünscht, von wem denn? Ich verstehe mein Menschsein als große Rat und Hilflosigkeit im Blick auf mein Geschaffensein. Ich begab mich auf die Suche nach mir, nach dem Ursprung, nach dem Sinn, nach den in mir lebenden Eigenarten und Unarten, den positiven und negativen Anlagen und Kräften, meinen Gaben und Grenzen. Glauben beginnt immer mit Denken, und wer nie angefangen hat, ernsthaft zu denken, wird nie dahin kommen, wo der Glaube seinem vergeblichen Denken die befreiende Antwort gibt. Das gilt auch und ganz besonders in der Erkenntnis, dass ich Geschöpf bin. Ein vom Schöpfer Gott geschaffener Mensch. Nicht irgendein Geschöpf im Raum der Schöpfung, sein einmaliges und weder vor mir noch je nach mir wiederkehrendes Geschöpf. Dies anzunehmen war für mich ein weiter und schwerer Weg. Bekenntnisse und Aussagen der Kirche, wenn auch der Bibel entnommen, halfen mir da wenig. Da ich mich nicht nur nicht selbst gewollt hatte, sondern in mutlosen Stunden absolut nicht mehr wollte, stand ich mir wie einem unangenehmen anderen in einer ablehnenden Haltung gegenüber. Da ich mich nicht wollte, wer wollte mich denn eigentlich wirklich? Meine Eltern? Ich habe nie erfahren, ob ich ein Wunschkind war oder trotz aller Vorsicht ungewollt geworden. So oder so, meine Eltern sind doch meine Schöpfer, oder nicht? Ob ich ihnen nun mein Leben verdanke oder sie der Schuld, mein Leben geschaffen zu haben, anklagen möchte, das wechselte bei mir. Es fiel mir schwer, Gott als meinen Schöpfer anzuerkennen. Von Menschen bin ich doch geschaffen. Einen direkten Zugang zu der Erkenntnis, Gottes Geschöpf zu sein, gab es für mich nicht. Gibt es den überhaupt? Heute würde ich sagen, nein. Abhängig von der Art, Unart und Eigenart meiner Eltern und weit über sie hinaus, abhängig von allen, die meine Voreltern waren. Ein Stück vermochte ich, meine Spur in ihnen allen zu verfolgen, dann verlor sich
meine Ahnenkette im Nebel einer undurchdringbaren Vergangenheit. Aber ich ahnte, wie viel von ihnen in mir weiterlebt. Schatten und Schönheiten, Größe und Grenzen. Die Schatten und Grenzen entdeckt man immer zuerst. So habe ich körperliche Mängel, die mir zu schaffen machen. Schafft Gott, der Schöpfer, auch Krüppel? Meine Mutter hatte denselben körperlichen Fehler. Warum muss ich das nun weitertragen, womöglich von Geschlecht zu Geschlecht? Mir fiel es jahrelang schwer, mit dem 139. Psalm zu beten, so heißt es in Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Meine Psyche hielt ich darum nicht für wunderbar, weil ich so leicht zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt herschwanke. Genau so war mein Großvater. Sollte ich es ihm nur abgesehen haben? Sollte er mich so geprägt haben? Sollte ich also ein von außen geschaffener Mensch sein, was mein Innerstes angeht? Oder trage ich nun auch diesen Schatten weiter in die nächste Generation? Da sind die Gaben und Grenzen meines Geistes. Die sind sicherlich bei jedem Menschen, nur ich registriere sie anders, weil ich mich nicht damit abfinden kann, dass so viel Begrenzungen aus der grenzenlosen Größe des Schöpfergottes kommen können. Ich bin ein von meiner Ahnenart völlig abhängiger Mensch. Ihnen will ich es verzeihen, dass Sie mir so mancherlei mitgaben, was es mir schwer macht, mich selber anzunehmen. Bin ich aber Gottes Geschöpf, geschaffen aus erster Hand und aus seiner doch immer wieder gepriesenen einmaligen Hand, dann komme ich mir mit vielen Menschengeschöpfen wie eine Fehlkonstruktion vor. Mehr Misslungen als Gelungen. Bin ich als Geschöpf aus zweiter Hand und schaffe selbst Geschöpfe meiner Ahnenart, dann fällt es mir noch schwerer zu sagen, ich sei ein Geschöpf Gottes. Gott macht doch keine Fehler. Meine und aller Menschen Geschöpfe Abhängigkeit besteht also darin, dass mir, ehe ich geboren ward, Grenzen gesetzt wurden, die zu durchbrechen mir selber niemals gelingen würde. Geprägt und abhängig bin ich nicht nur durch diese sonderbare Farbmischung von ungezählten Färbungen meiner Voreltern, sondern gefärbt bin ich auch durch meinen Umgang, meine Abhängigkeit als Kind meiner Eltern, die ihrerseits geprägt sind von ihren Eltern, von deren Erziehungs- und Menschenführung. Sie taten dies alles in guter Absicht und konnten meine unguten Gefühle mir selbst gegenüber nicht verhindern. Ich sann und begann den Versuch, meine Abhängigkeit zu durchbrechen. Diese Grenzen der Schatten und Gräben. Ich wollte sie mit den längst auch erkannten Gaben und Schönheiten, die nicht minder aus dem bunten Farbtopf derer stammten, die an meiner Menschwerdung und an meinem Menschsein unleugbar beteiligt waren, durchbrechen. Auf die Idee, dazu Gott zu benötigen, bin ich von mir aus nie gekommen. Ich entdeckte mich also keineswegs als naturgetreue Kopie auch nur eines meiner Voreltern und Eltern, ich entdeckte mich als ein Original, eine sicherlich nicht unumstrittene und in vielem gebrochene Persönlichkeit, aber immerhin als eine sonderbare Einmaligkeit mit überraschenden Eigenwilligkeiten, an der Ähnlichkeiten mit vor mir gewesenen Geschöpfen nicht zu übersehen waren. Auf diesem Wege, mich anzunehmen, habe ich mich in kritischen Augenblicken manchmal vor den Spiegel gestellt und einen alten Schlager gesummt. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich meinte nicht meine Schönheit, denn die hatte ich nie, sondern schön einmalig zu sein, trotz der Vielfalt von Anteilen anderer, die vor mir waren und nun in mir lebten. Das war nur ein Hilfssteg, der immer wieder einbrach. Ich wollte wissen, wer ich und wozu ich denn nun bin und für wen.
denn nur für sich kann kein Mensch leben. Ich wollte ich sein, auch wenn ich eine Mischung von Ererbtem und Erworbenem war. Davon wollte ich nicht länger abhängig sein. Ich wollte mich finden und zu mir Ja sagen lernen, um endlich von den unbefriedigenden Antworten wegzukommen, warum ich bin, wie ich bin. Warum bin ich nicht wie die anderen, die ich für glücklicher zusammengesetzt hielt? Warum bin ich überhaupt? Meiner Umwelt würde gar nichts fehlen, hätte es mich nie gegeben. Wer Schuld an meiner Unzufriedenheit mit mir selbst war, habe ich nie ganz herausbekommen. Sicherlich beide, meine Erbanlage und meine Umwelt. Dass ich zu diesen beiden Vorgaben zusätzlich die größte Zugabe machte, ist mir erst viel später bewusst geworden. Ohne Hinwendung zu Gott und damit Heimkehr zu meinem Ursprung aus erster Hand, musste ich im Wechsel von Minderwertigkeitskomplexen und Geltungssucht etwas zu sein, immer ungeborgener und damit letztlich gebrochen und krank werden. Diese Krankheit bestand darin, dass ich meine Grenzen sprengen, mich selbst befreien wollte. Frei sein aber hieß für mich weder jemanden Dank für mein Leben schuldig sein, noch die oder den anzuklagen, die mich so ins Leben stellten, wie ich bin und in vielen Phasen einfach nicht sein wollte. Ich entdeckte mich in Goethes Faust, und genau wie ihm gelang es mir nicht, meine Geschöpflichkeit, meine Abhängigkeit abzustreifen. Mit Mephisto einen Pakt zu schließen, Gott endgültig auch aus den hintersten Gehirnzellen auszuschließen, wurde mir plötzlich verständlich. Aber ich wollte ja in keine neue Abhängigkeit. Ich wollte mich als Geschöpf von jeglichem Erschaffer und Schöpfer lösen, auch von dem Gedanken daran. So geriet ich nur noch an mich, und mir wurde alles um mich fremd und feindlich. Zunächst scheinbar allen Zufällen und Unberechenbarkeiten preisgegeben, erdrückte mich diese Ungeborgenheit. Mein Denken allein, Nachdenken über mich und Gott, meine Menschwerdung durch ihn nicht denken zu können, führte mich an jene Grenze, wo man entweder endgültig kapituliert oder sich dahin katapultieren lässt, wo uns das Wort der Bibel hinholen will, auf ein anderes Ufer mit völlig neuen Erkenntnissen und Befreiungen. In den überführenden und überzeugenden Machtbereich seiner Wahrheit über das ganze Wunder und Geheimnis jedes einzelnen Lebens. Und dies alles nicht unter Ausschaltung aller bisher gedachten Gedanken und Realitäten über mich als Geschöpf und die mich schufen, sondern in der beglückenden Klammer, dass meine Ahnen Gottes zweite Hand sind, denen er den Auftrag gab, mich zu schaffen. Ein Auftrag aus allererster Hand, der zum Glaubensbekenntnis erhoben, im ersten Artikel, ja so lautet, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So lockt Gott mich und alle auf jenes Ufer, wo der Glaube meinem Denken und meinen Bedenken Antwort gibt. Luther sagt in seiner Erklärung, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen. Mir, Leib und Seele, Augen und Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Und er fährt dann fort, mich reichlich und täglich versorget, wieder alle Fährlichkeit beschirmet und vor allem Übel behütet und bewahret, und sagt dann zum Schluss, des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Hier ist in wenigen Worten das ganze Wunder eines völlig neuen Selbstverständnisses ausgesprochen. Geschaffen von Gott, um Gottes Schaffen am Menschen, an seiner Schöpfung, an allem, allen kundzutun. Das kann keine andere Kreatur. Darin entdecke ich mich trotz viel Verbundenheit
mit jeglicher Kreatur einmalig und weit darüber erhoben zu sein. Ich bin von Gott ansprechbar. Ich bin auf Hören können, was Gott will und wer Gott ist, angelegt. Ich bin fähig, ihm zu antworten in Worten, Werken und Gedanken. Ich bin nicht sein Kettenhund, sondern sein Kind. Er zwingt mich in nichts und mir niemals etwas auf und ab. Er erwartet meine freie und fröhliche Antwort. Er lehrt mich begreifen, dass, obwohl ich mich nicht gewollt habe, er mich wollte und will. Als ein Geschöpf, das den Schöpfer preist, dass diese Abhängigkeit von ihm mein höchstes Glück bedeutet. Ich bin nicht nur aus seiner Hand, ich bin und bleibe in seiner Hand. Aus meiner Identitätskrise wurde in der Wort- und Gottesbegegnung jene Identitätsbejahung, die ich Glauben nenne. Sie ist an Jesus vorbei nicht zu finden. Dass Gott ein Schöpfer Gott ist, dies zu bejahen, vermögen auch Menschen, die ohne Jesusbezug eben ihren Naturglauben an Gott hartnäckig bekräftigen. Damit ist ein Ja zu meiner von Gott einmaligen Person und seinem Willen, Walten und seinen Zielen als einer einzigartigen Schöpferfreiheit noch lange nicht gefunden. An der Zusage, mich neu zu schaffen, mich schon Geschaffenen, mich in das Bild des einzig wahren Ebenbildes Gottes, des Menschensohnes Jesus Christus, umzugestalten, habe ich mich begriffen und auch bejahen gelernt als sein Geschöpf, an dem er schöpferisch tätig bleibt, solange ich lebe. Das Wort seiner Treue zu seiner Schöpfung, der Wille, keines seiner Menschengeschöpfe ohne Erkenntnis zu lassen, wurde zum Schlüssel für mein Selbstverständnis als Geschöpf des Schöpfergottes. Der an Menschen erteilte Auftrag, Menschen zu machen, die seine Schöpfung ergründen und erhalten, weiter gestalten und verwalten sollen, wäre undurchführbar, wenn die Neu- und Umgestaltung des Menschen durch Jesus nicht zugesagt und immer wieder geschenkt würde. Der vom Weibe geborene Mensch, der in Sünden empfangene, das heißt mit allen Schatten des gefallenen Menschen behaftete Mensch, kann gar kein Sachwalter seiner Schöpfung sein. Dieser nach Psalm 51 in Sünden empfangene Mensch schafft es immer wieder, Gottes Schöpfung und Geschöpfe umzubringen. Er schuf mich eingebunden in die Beigaben, die mir die aus zweiter Hand bestellten Schöpfer meine Ahnen mitgaben, zu einer neuen Geschöpflichkeit. Schuf mich zwar durch sie, aber zu anderen Zielen, als sie mich schaffen konnten. So steht längst vor meinem Werden der Wille Gottes, mich durch Jesus etwas werden zu lassen zum Lob seiner herrlichen Gnade. So steht das in Epheser 1, Vers 4. In den schöpferischen Händen Gottes, die sich tief zur Erde und seinem Geschöpf neigen und den Namen Jesus tragen, soll ich meine Neuschöpfung erfahren, geschaffen zu lauter guten Werken und zur Ehre Gottes. Gott als meinen Schöpfer anerkennen, heißt nicht, ihn der Fehlkonstruktion anklagen, weil ich alle Spuren der Vätersünden doch an mir trage, sondern die heilende Kraft seines Heilandes annehmen. Und darum leben Geschöpfe verantwortlich. Das heißt zunächst, dass ich in den Grenzen leben will, die mir vorgegeben sind. Sie gehören auch zu der Einmaligkeit meiner Beschaffen und Geschaffenheit meiner Geschöpflichkeit. Ich bin keine zufällige Zusammenfügung von glücklichen und unglücklichen Zutaten, auf die ich keinen Einfluss hatte. Ich bin als dieser so eingebundene angewiesen auf den, der entbindet und freimacht und hineinwachsen lässt in die Schöpferabsichten Gottes mit mir. Nicht edel und hilfreich bin ich ins Leben getreten, sondern hilfsbedürftig und unedel.
Nicht um so zu bleiben und darunter ein Leben lang zu leiden, sondern mich neu schaffen zu lassen. Durch die erste Hand Gottes, durch Jesus selbst. Freiheit will Gott seinem Geschöpf schenken, Freiheit, aber ist immer die Frucht von Erlösung. Erlösung ist die Folge von Vergebung. So alleine wird die bei jedem Menschen gebrochene Identität geheilt. Nur durch Jesus versteht er sich als Geschöpf Gottes, nicht von seiner Beschaffenheit her. Nicht als auch einer in all dem, das doch nicht einfach und von nichts her wurde, dieser schönen Welt und dem Leben darauf, sondern durch die neue Geburt zu einem dankbaren Leben, als wunderbares, wenn auch mit Wunden bedecktes Geschöpf Gottes. Wir sollen heil werden. Ein Heilungsprozess, der ein Leben dauert und der in der Zusage Gottes sich schon als heil gemacht glauben darf, der Verantwortung übernimmt, sich und allen Geschöpfen gegenüber, der vom Dank und Lob lebt und dem Dienen nicht Last, sondern Weg und Auftrag ist. Geborgen in den Händen dessen, der mich schuf, aus den zweiten Händen, dessen erste Hand, Jesus, aber die Geborgenheit und Gewissheit gab und gibt. Ich bin sein Geschöpf, sein verwirklichter Gedanke, einen, den Jesus verwirklichen will zum Ebenbild Gottes, der in den Sackgassen seiner Selbstverwirklichung nur ärmer wurde. Gott, dessen Gedanke ich bin, wird an mich denken, wenn niemand mehr an mich denkt. In ihm bin ich auf ewig geborgen, bis zu dem Tag, wo er alles neu macht, seine Schöpfung und seine Geschöpfe durch seine erste Hand, durch Jesus. Von ihm also vollkommen angenommen, darf ich mich vollkommen annehmen in all meiner Unvollkommenheit. Um Jesu willen ist zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf kein Bruch mehr. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt, seine Schöpfung mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden, ihre Schatten und Grenzen nicht zu. So steht das 2. Korinther 5, Vers 19. Die Versöhnung Glauben befähigt, seine Grenzen zu bejahen. Seine Grenzen kennenlernen und bejahen beflügelt zu immer neuen Aufbrüchen zu Gott hin und zu seinen anderen Geschöpfen. Durch Jesus und also an Gottes erster Hand, zu dem, der uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Als ein Teil der ganzen Schöpfung habe ich Anteil an allem, was in seiner Schöpfung geschieht. Ich nehme sie anders wahr und an und in ihr ihn und beginne, Gott zu loben. Zu loben, wie ein unbekannter Afrikaner es tat. Gott, deinen Namen will ich singen, dir entspringt mein Leben. Aus deiner Schöpfung schöpfe ich, schöpfe meine Kraft. In deiner Sonne bleibe ich, in deinem Boden wurzle ich, aus dir zieht meine Seele Saft. Deine Farben färben mich, deine Schatten schlagen mich. Dein langer Atem schafft mir Luft. In deine Nacht verkrieche ich mich, ruhe aus und träume. Dein Morgen weckt mich auf, spannt meinen Willen an. Dein Wille setzt voraus, ich setze nach und tue, was ich kann. Dein Abendrot führt mich in Weiten, ich ahne meine Zeit. Die Dunkelheit führt mir bei Zeiten dein Amen vor, die unbekannte Ewigkeit. Gott, deinen Namen will ich singen und dann zu guter Letzt verstecke meinen Namen in deinem großen, weiten Kleid.
Sie hörten einen Beitrag von Pfarrer Paul Walter Schäfer aus Bad Nauheim, überschrieben mit dem Bekenntnis: Ich bin Gottes Geschöpf. Hören Sie zum Abschluss dazu noch das vom Studiochor des Evangeliumsrundfunks gesungene Gedicht von Matthias Claudius: Ich danke Gott und freue mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Thank you.